Du brauchst Unterstützung bei der Konzepterstellung für eine Gründung, Betriebsübernahme oder Finanzierung oder wirtschaftlichen Veränderungen? Nun, dann kannst du Beratungsfördermittel beantragen und die gibt es unter anderem über das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Und hier gibt es eine große Änderung, denn bisher konntest du zwar 4, 5, 6 Mal Beratungszuschüsse beantragen, nur musstest du nur die Eigenanteile zahlen und diese per Kontoauszug nachweisen und dann hast du den Rest vom BAFA dazu bekommen, auf dein Konto überwiesen und hast es dann an das Beratungsunternehmen weitergegeben. Nun, damit ist seit April 2019 Schluss, denn in Zukunft ist es so, dass du die gesamte Beratungsrechnung leider vorfinanzieren musst, auch die Mehrwertsteuer für 1 und 2 Monate und dann kriegst du das Geld zurück, nachdem du diese Zahlung per Kontoauszug nachgewiesen hast. Also plane genau diese Mittel auch ein, wenn du die Beratung beauftragst.